Hallo, guten Tag. Entschuldigung, kann meine Sprache. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch, aber ich will Ihnen zeigen, Gerät Zoom GFX8. Das ist Gerät zum Gitarre. Das ist gutes Gerät, aber es hat schon ein paar Jahre und es funktioniert nicht okay. Ich will Ihnen zeigen, was muss man machen und was das Gerät macht. Generell ist es so, dass wenn Sie zum Beispiel Kopfhörer oder irgendwas anschalten zum AUX, Send, generell Output, das funktioniert nicht sonderlich ideal, aber hört man sowas und so weiter. Ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, aber sowas ist auch dem AUX und ich will Ihnen zeigen, was muss man machen, um das Gerät zu reparieren. Also müssen Sie das alles müssen Sie ausnehmen. Auch die Scheiben hier. Ich mache das alles jetzt und wir sehen uns gleich. Also wenn Sie das hier das Deckel ausmachen, was müssen Sie? Hier generell sind Schrauben. Liegen alle Schrauben, müssen Sie alles mit Schrauber einfach abschrauben und wir sehen gleich uns. Also müssen Sie das Kabel hier abnehmen, hier einfach so, hier und das was auf vorne Panel ist. Okay, und alles ist schon ab, so sieht aus die Platte. Das Problem ist hier. Das ist Verstärker. Der macht ganzes Problem, aber das IC macht das Problem nicht, sondern das machen die Kondensatoren, dass ich 22 Mikro auf 16 Volt. Die vier Stücke müssen Sie wechseln, einfach. Das sind nicht teuer. Also, wenn Sie zum Beispiel alle wechseln, es macht gar nichts, aber es funktioniert besser. Also, das müssen Sie kaufen. Zwei Stücken, fünf Stücke. Ja, genau. Das auch. Also, hier fünf Stücke, 22 Mikro auf 16 Volt. Sind auch andere Stücke, zum Beispiel 2 und 2 Mikro auf 50 Volt oder zum Beispiel 3 und 3. Solche sind hier drin. Also wir wechseln die und wir sehen uns gleich. Hallo wieder. Ich habe schon alles gemacht. Ich habe alle Kondensatoren gewechselt. Aber wenn haben Sie Problem mit Ausgang, also zum Beispiel, wenn stecken Sie Kopfhörer und hören Sie nur einen Kanal und nicht so sauber, das haben Sie Problem hier mit den zwei Kondensatoren. Das ist 22 Mikro auf 16 Volt. Die zwei Stücke sind hier, genau. Ja, das sind hier. Und die machen. Die machen das ganze Problem. Also, ich habe schon alles gemacht. Ich habe alle gewechselt. Die 22 Mikro auf 16 Volt. Und da sind auch ein paar Stücke. Zum Beispiel. Ich habe mit 3 und 3 Mikro auf 50 Volt. Ich habe auf 63 eingebaut. Also jetzt habe ich schon alles gemacht. Also vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo noch wieder. Ich will Ihnen noch zeigen, dass mein Gerät schon funktioniert. Oh, so sieht das aus. Das ist nicht neues Gerät, aber es funktioniert wie neu. Ich habe jetzt leider keinen Verstärker hier. Ich habe nur Kopfhörer, aber zeige Ihnen, dass es funktioniert. Und noch solches Thema. Manchmal konnte es so sein, dass Sie ins Geschäft kriegen Kondensatoren,
Aber die sind nicht so richtig hoch wie die alte. Also das kleine, das ist der alte Kondensator. Das hier ist der neue. Und manchmal konnte es so sein, dass sie kriegen solch bisschen, die bisschen hoch sind. Aber keine Angst, weil da ist so viel Platz, dass die da drinnen können sein. Und ich zeige Ihnen. Also, hier habe ich Mikrofon. Ja, und da sind meine Kopfhörer. Können Sie es hören? Manchmal, ich dachte ja, oh hallo, es funktioniert. Ich glaube, Sie hören das. Und jetzt andere Kanal. Das ist der andere Kanal. Hallo, ich glaube auch, dass hören Sie das, was ich sage? Okay. Okay. Also, ich dachte, es funktioniert. Sehr super. Wenn Sie können, schalten Sie bitte Subscription. Also kriegen Sie die Nachrichten neue von mir. Die AFE oder wie heißt es? Nach hoch. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.